das? Du hast mich doch schon gechippt. Jetzt tun wir nicht so etwas Neues. Okay, also Essen haben wir. Pfeile habe ich. Der haben wir, Haken haben wir. Ich habe einen Speer. Wir haben zwei Flaschen, gell, das weißt du. Ja. Yeah. Gut. Ich fülle erstmal komplett Wasser nach. Mach das. Ich kann noch zwei Wasserflaschen auffüllen, ich hält da aber der Klasse. So. Hey, wieso ist jetzt die Flasche weg? Wo ist die eine Flasche jetzt hin? Das habt ihr alle gesehen, die war gerade eben noch in meiner Hand, jetzt ist sie weg. Hast du die ins Wasser geschmissen? Nein. Flasche? Ich hab hier aufgefüllt, ich hab hier aufgefüllt. Ach, da ist sie doch. Was, wo? Und da. Da ist die Flasche. Wo denn? Da. Ich guck genau drauf. Komm mal her. Nö. Habt ihr aber alle gesehen, oder? Guckt gleich im Stream. Ja, du, wir haben gesehen, dass du die Flasche bist. Unsere Liebe ist schon wieder abgöttig. Klirrt ein bisschen. Na egal. Wenn du soweit bist... Ja, ich würde mir gerne vielleicht noch einen Bogen machen, vielleicht. Ja, wird schwierig, wenn wir kein Metall haben. Oder was wir brauchen. Brauchen wir für einen Bogen? Wir haben halt kein Holz mehr, wir haben halt gar nichts mehr. Seile. Wir brauchen vier Seile mehr, brauche ich nicht. Schön, dass du Seile haben möchtest. Ja. Könnten sie vor Freude aufhängen. Wir haben halt nichts da, das ist halt das Problem. Ja. Aber Hauptsache Metall noch und nicht, ja. Aber jetzt kriegt der Hunger, was ist das denn für ein Held? Da ist doch was. Ansonsten können wir uns nur ändern, dass wir nochmal rumschippen und nochmal Material sammeln. Hallo, schön, dass du da bist. Lange nicht mehr gesehen. Oh. So, ich habe mich mal abgekühlt, weil es ja so warm drin ist. Das liegt an mir. Nee, du bist ja nicht bei mir zu Hause. Zum Glück. Achso, du redest RL. Yep. Ja, abgekühlt habe ich mich im Spiel und... Es wird halt echt ein bisschen knapp heute. Egal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also mit Material wird es knapp, ja. Also ich probiere mal, wenn wir unterwegs sind, Holz zu sammeln. Dass wir Bäume fällen. Sehr direkt bei uns auch. Ich sage jetzt einfach mal bei uns, ich gehe davon aus, dass es Rolle auch gut geht. Boah. Schlechten Menschen geht es in der Regel immer gut. Deswegen geht es Matze immer gut. Weißt du, manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt noch richtig Freunde sind oder ob das jetzt einfach nur noch ein bisschen Ärger nein ist. Nein ist auch kein deutsches Wort, glaube ich, oder? Das ist vollkommen richtig. Ich esse jetzt mal hier eine Melone. Mach doch das, gleich Wasser mit. Immer weg, das Zeug. Ready? Jetzt nicht unbedingt gegen Essen, aber egal, ja. Ich nehme noch eine Flasche Wasser mit. So. Pfeil und Bogen müsstest du haben, ich habe halt meinen. Ja. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen darüber schippern? Ja, wir waren doch schon herangeschippert, oder? Ja, wir standen aber da. Hi. Wir sind ein bisschen weit weg, ne? Ja, ja, deswegen frage ich, ob wir schippern wollen. Also wir hatten uns, glaube ich, rangepaddelt, ne? Ja, ja, aber wir anscheinend haben wir das Segel. Ja, nee, wir haben die Segel ja gezogen, weil wir ein bisschen raus wollten, um Sachen zu fangen. Ach, stimmt. Da war ja was. Im letzten Stream. Aber hier kommt ja nichts an. Komm mal. Wie? Ist der Anker oben? Nö. Ich geh ihn ziehen. Ja, geh mal ziehen. Oh. Anker gelichtet, volle Fahrt voraus. Zu Befehl, mein Captain. Mein Captain. Nee, wie war das? War das nicht so, mein Captain? Du musst aber nach hinten, Richtung Bucht. Nicht zum Wand. Ja, aber 6 Uhr. Ach so, die Segel sind offen. Moment. Ja, paddel wie ich will, wa? Jetzt. Irgendwie war das jetzt gerade so putzig. War ja klar, dass das nur uns passieren kann. Wir hatten Probleme mit Bären, gell? Die haben uns ein bisschen kaputt gemacht. Mhm, die Himmel und die Erde. Oh, Alter. Das ist dein Niveau, also freu dich.
Ist das Segel immer noch oben? Nein, der Anker ist unten. Wir kommen da eh nicht tiefer rein. Wir sind noch an der Kante. Achso. Lass dich nicht beißen. Du weißt, das darf nur ich. Na, da wollen beiz die Matze. So, wir müssen jetzt zur... Wohin wollten wir? Wir wollten noch zur Relaisstation. Wir müssen noch die zwei Relais machen, genau. Genau, die zwei haben wir fertig, 4 und 6 fehlt. Genau. Oh, guck mal, was hier drin rumschwimmt. Das nehmen wir uns doch glatt mit. Ist aber nur Plastik. Ist doch Bockwurst, kann man gebrauchen. Ja, wir haben ja auch so wenig Plastik auf dem Schiff. Hast recht. Aber warte mal, wir können doch hier... Wenn ich Glück habe, können wir hier was fällen. Die Birke, kannst du Birke? Nein. Na klar. Und hier den Dicken wahrscheinlich auch nicht, wahrscheinlich nur Palmen. Was, ich soll deinen Dicken fällen? Willst du das wirklich? Wir warten, bis es nachts ist, okay? Okay, soll ich dann auch die Axt mit ins Bett bringen? Die Peitsche. Oh. Na, ich bin nimble doch. I know it. So habe ich dich doch kennengelernt. You got it. You want it? You got it. Pass auf, ich habe einen Pfeil, nicht, dass ich den in den Pöps erschieße. So, ich guck mal, cool, laufen wir mal bei den Bäumen vorbei, ob du irgendeinen hast, wo du fällen kannst, dann zeigt er das ja an. Okay. Wo bist du? Ich bin rechts hoch. So, da ist eine Relaisstation, ich sehe eine. Aber das war die bestimmt, bei der wir waren. 100%. Oder? Hey. Ist es nicht. Ja, wir kamen ja an eine nicht hin. Ja, die eine hatte diese Zugbrücke. Die andere war bei der Säure. Genau, und bei der sind wir drauf gegangen. Katastrophal. Also du. Da ist ein Bär. Ich will mich nicht mit dem anlegen, eigentlich. Aber ich will halt, dass die Folge auf YouTube-Klicks bringt. Sieht er mich? Huch, bei mir schlürzt es ein bisschen. Nee, du hast dich gut versteckt. Jetzt sieht er dich. Nicht, wenn er läuft. Bitte nicht sterben, Matze. Alles. Ich sehe ihn nicht in einem Baum. Wo ist er denn? Bei mir. Ja, ich sehe dich, aber den Teddy nicht. Wie kannst du mich sehen? Ich bin so klein und zierlich. Down. Hat gut gemacht. 10 Bären getötet. Die Pfeile kriege ich bitte wieder. Die nehme ich dir gleich ab. So, warte. Irgendwie hängt das bei mir nach. Warte mal, ich tue mal das Handy hier vom Internet ziehen. Ob das viel hilft, weiß ich gar nicht. Also, da haben wir wieder ein paar Pfeile. Okay. Also, das geht ja nicht, weil ich angemeldet bin. So, jetzt. So, wir gucken nochmal. Also, wie gesagt, die Station 2 hatten wir ja erledigt. Hatten wir irgendwas mitgenommen an Inventar, an Johnny? Das hatten wir mitgenommen. Wir hatten die Aufnahmegerät, Brunos Sägeblatt und die Wildbären. Lass uns doch nochmal zu dieser Jägerstation gehen und das Sägeblatt abgeben. Ja, das können wir machen. Eine Ranger-Station. Henry Stuff Skip Out. Da lang. Ich darf nicht an Randy Stuff sagen, so. Gehört dir auch nicht, so sein Randy Stuff, nicht deiner. Nicht Randy, Henry. Henry. Kann auch Randy sein. Danny. Wie geht's deinen Lebenspunkten? Achso, warte, ich trinke kurz was. Wie geht's deinen Lebenspunkten? Hast du viel Schaden genommen? Geht. Minimal. Okay. So. Hier ist da. Nee, hier ist das Gift. Ah, nee, Gift war doch Station 2, ne? Nee, Station 1, 2 war ja gar nichts. Hier war die Ranger-Station, hier hinter. Können wir vielleicht auch andersrum laufen? Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, wir müssen hier durch. Und ich glaube nicht, dass wir hier rumkommen. Wir müssen dürfen ja, nicht gleichzeitig springen, das ist der Problem. Der Problem wird nie wieder. Ah, ich glaube, das wird nichts. Los, Räuberleiter, warte. Siehst du, das hat gesagt, klappt. Ja, nein, vergiss es. Nee, keine Chance.
glaube, das ist gemacht, dass wir da nicht langlaufen wollen. Hm. Ich dachte, wir können das Spiel gewinnen. Nein. Aber hängt das bei euch im Stream auch ein bisschen nach? Ab und zu so kleine Freezes? Bei mir nicht. Mein Chat sagt dazu auch nichts. All die Leute, die da sind. Ich vor, willst du vor? Geh ruhig, wenn du dich traust. Ja, hängt mir nicht. Na gut. Ich traue mich eigentlich nicht, weil es jetzt halt hängt. Ach, nur manche gehen unter, nicht alle. Du warst drin? So. Hab's geschafft. Und ich bin zu schnell gesprungen. Ich bin so schnell an dich rangekommen. So, gut, dann gehen wir mal in die Ranger-Station. Mhm. Da hängen wir das Sägeblatt hin. Hängt, ist doch irgendwie ein Handy bei mir drin im WLAN oder so? Keine Ahnung. So. Benete Glühbirne, ach so. Bist du da? Warte, Sägeblatt. Okay, das bringt uns gar nichts. Aber gut, dass wir es mal gezeigt haben. Ja, hey, guck mal! Guck mal! Hier! Warte kurz, oder? Honig. Was? Honig? Nicht lesen, erst später. Honig. Aber warum ist da Tapete und keine Gummizelle? Schon mal nicht. Lach mich tot. Sayonara Seaside. Gut, morgen Restzeit. Aha. Big Red Sea Race. Break them wall. The big, sorry, yeah. Not a priority. Okay. Make them work. Wir können nochmal hochgucken, ob wir oben irgendwas übersehen haben. Hast du gelesen, die haben Afrika getötet? Unverschämt. Ja, oben haben wir nichts vergessen. Glaube ich auch nicht. Wir haben ja einen Hebel gezogen. Was hat denn der Hebel gemacht? Der hat die Relaisstation ausgefahren. Ah! Hast du die Relaisstation ausgefahren? Aktiviert. Ja, die nur aktiviert. Station 2. Das klingt ja voll psycho. Wer baut das auf so einer. Och, ey, komm. Station 2. Ahoi, na, da kommt ihr soweit klar? Na klar, Moondog. Dann denke ich schon, dass wir damit klarkommen. Oder meinst du, was denkst du? Wir sind verloren. Also, hier haben wir definitiv nichts übersehen. Doch, eine Kiste hier oben. Okay. Was Sinnvolles drin, bestimmt nicht. Ja, ein Rezept für Kokosnusshähnchen. Hm. Okay, haben wir relativ selten solche Rezepte gefunden bis jetzt. Rolle, wir wohnen hier. Wir wohnen aber leider räumlich getrennt. Büro, wo. Wieso? Ja, weil wir zwei zwischen Computer. Guck mal, wir schlafen zwischen unseren Computern. Wie wir es kennen. Wie wir es kennen. Ey, du hast aber mehr Technik als ich. Nur die eine Seite Technik. Nein, es geht ums Prinzip. So, Relaisstation 1 von 3 aktiv. Gut, das heißt, wir müssen wirklich. Nee, Relaisstation 4 und 6. Gucken, wie wir da hinkommen. Können wir die Pflanze bitte behalten? Ich möchte sie Wilson nennen oder so. Ist ja genauso gewachsen wie du. Du bist runtergefallen. Denkt ja, das ist ja ein ganz cooler, wenn er so rumspringt, ne? Nur weil du es nicht mehr kannst, alter Mann. Sag das junge Küken. So, was haben wir denn hier Schönes? Jetzt unten oder? Ich bin noch hier oben auf der Relaisstation. Ich guck gerade, ob wir von hier aus wieder weiterkommen irgendwie. Ein Scharnier und Schrott habe ich. Wir mussten ja in die Höhle. Was braucht man für die Höhle? War das Gemüse davor? Eine Machete oder so zum Durchschneiden. Ach stimmt, die Machete braucht man. Da war ja was. Ich trinke mal fix einen Schluck. Mhm.
weiß eh nicht mehr, wo du bist. Ich stehe unten neben der Relaisstation. Alles klar. Ach, zwischen den Steinen versteckt. Ja, ja. Was, Pumba? Ja, sag grad so aus wie Pumba. Aha. Ich bin nicht fett. Ich hab nur schwere Knochen. Rolle. Ich denke mal, wir müssen jetzt eh zu Relaisstation 4. Rolle. Ja. Ist das der Anfang oder das Ende? Wovon? Naja, du kannst doch hier, du kannst doch hier rüber über die Felsen, dann musst du doch nicht durch die Säure. Und sicher, dass du da lang kannst? Das sind wir letzten Mal schon lang. Ich weiß nicht, ich sehe dich gerade gar nicht, wo du weißt gar nicht, wo du hin bist. Ich bin da hoch, wo du hoch bist, und dann klitsche ich hier gerade einen Berg runter. Aha. Also ich bin jetzt hier die Berg runter gefallen! Tot. Nein. Ich bin bei Henrys Boot. Henrys Boot? Henrys Bär! Bist du im Kampf? Naja, ich bin also im Fluch, in der Flucht. Ich hab keine Ahnung, wo du bist, deswegen. Du bist irgendwo im Berg runtergerutscht. Ja, wir kamen ja nicht von hier. Ich höre einen Teddy. Du, ich seh sogar einen. Ah. Ihr spielt? Ja, ja, fangen gerade erst dran. Und ist auch gut? Ja. Oh, kann der springen? Ja. Das ist ja ein Gummibär. Gummibären, es regnet. Tot. Damit er weiß, wer hier das Sagen hat. So, irgendwo habe ich hier einen Pfeil hingeschossen, da so. Oder hier deine Pfeile. Danke. Leben wir mal welche? Oh ja, wir haben einen Pfeil haben wir eingebüßt. Uiuiui. Okay, Station 4. Wir haben gefunden. Lass uns zu Station 4 gehen, also die Richtung. Warte, ich wollte erstmal ein bisschen was ablegen auf dem Boot. Hast du so viel mitgenommen? Nein, aber. Ich habe noch Inventarplatz. Ich habe noch 10 Inventarplatz. Lass uns nicht zum Boot gehen. Okay. So, wo wolltest du hin? Station 4. Lass uns ein bisschen durchs Gemüse laufen, damit wir nicht so die Bären sehen. Also, dass die Bären uns nicht sehen. Nee, dass wir die Bären nicht sehen, ist schon richtig. Wir wollen die ja nicht ausrotten. So, hier vorne ist ein Schild. So, Station. Übrigens, bitte merkt euch, wo ich langlaufe, falls einer von uns schaut. Station hier lang. Willst du damit sagen, dass ich wieder sterbe? Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber ja. Unverschämt. So, hier hoch bestimmt? Ja, hier war ein Bär. Mal. Die haben wir schon gekillt. Wir müssen auch Waldbären sammeln oder so, gell? Ja, aber wir haben keine mehr gefunden seitdem. Ich hätte die schon mitgenommen, wenn wir sie gesehen haben. Die leuchten ja so. Links oder rechts? Erstmal hier hoch, würde ich sagen. Oder links? Links. Weil die meisten Leute gehen rechts lang, deshalb sie wahrscheinlich auch den Hauptweg rechts gelegt haben. Wenn ich schreiend an dir vorbeirenne, Bär. Was ist denn da vorne? Das ist der Baum. Da ist Wegweiser, aber da kommen wir bestimmt gerade her, oder? Den kamen ja 100%. Also das Zelt daneben, ja. Dann laufen wir ja wieder zurück, oder? Ja, dann müssen wir bestimmt da lang gehen. Hier ist ein Schild. Achtung Bären und ein Vogel. Wegweiser, Station 4 in die Richtung. Wir sind die Kinder. Vom Lüderhof. Was? Vom Hühnerhof, gell? Lüderhof. Ja, aber bist du. Das waren die Vorgänger, Bär? Der sitzt so gemütlich. Stell mich tot! Guck mal, der sitzt so gemütlich. Ja, die sitzen immer ganz nie. Vielleicht können wir dran vorbeigehen. Vielleicht lässt er uns in Ruhe.
Da passiert wirklich nichts. Das ist, passiert nichts. Kann man mit dem reden? Oh doch. Bär! Aua! Ach schon, wieso rennt denn der nicht? Nein. Ist mein Bogen kaputt. Rolle, ich lieg beim Bär. Ja, ich sehe es. Ich muss gerade rennen. So, das war das Stream für heute. Macht keinen Spaß mehr. Wo ist der Bär? Der kümmert sich bestimmt um mich gleich. Ach, warte. Warum hat er dich die ganze Zeit gehittet oder warst du schon stark beschädigt? Nee, der hat mich. So stark beschädigt war ich nicht. Der hat mich die ganze Zeit aber gehittet. Ist hier dein Name? Roland. Rolle. Bitte. Bitte. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ach, der Bär, der macht gut Schaden. Das haben wir mitbekommen. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir den Bären drauf gehen, ja. Rolle, ich weiß nicht mehr, ob ich es schaffe. Halt die Klappe. Entschuldigung, ich wollte halt ein bisschen dramatisch mal so ein bisschen Roleplay. Du stirbst nicht, ich bin bei dir. Muss man mal klipp und klar sagen. Das ist kein Spiel mehr, das ist ernst. Sag mir lieber, wo unser Schiff ist. Ja, da ist ein Bär. Ja, willkommen im Club. Ja. So, Rolle, wir bauen uns jetzt Rüstungen. Wie denn? Wir haben keine Wolle, weil wir noch kein Schaf gefangen konnten. Können wir das nicht mit Leder? Ja, aber die Rüstung wird gefüttert. Achso. Dafür brauchen Wolle und Wolle haben wir noch nicht. Ich habe ein Rolle, geht das auch. Die wird auch Mama Bär genannt. Ach, das ist der große Bär. Sag sie doch, der sah ein bisschen größer aus, ne? Warte. Wenn das Mama Bär ist, dann ist die Bärspawnerin. Dann müssen wir die killen. Interessante Theorie, Rolle. Ist so schön, kannst du gut atmen. Geht schon. So. Hier gab es nicht was im Film. Plump, plötzlich Sperrung vor. Oh, dich mal. Oh. Daneben gelegt. Aus und aufs Boot geschmissen. Ja, Mensch. Kann doch mal passieren. Der Vorteil ist, wenn du stirbst, kriegst du automatisch auch wieder Gesundheit und Essen trinken nach. Ja, aber wäre trotzdem schön, wenn es beibehalten würde. Gerade was das Essen angeht. Ach, scheiße. Wir haben nicht so viel Holz, das ist das Problem. Haben wir besser gesagt, wir haben gar kein Holz mehr. Ich bilde mir halt wirklich ein, dass das mit dem Buch, damit kommt hier nicht rein. Ich bilde mir halt wirklich ein bisschen ein, dass das, wenn du rennst, schneller fortgeht, aber das macht keinen Sinn irgendwie. Ja, doch, also, das ist ja bei vielen Spielen so. Ja, Mama Bär möchte ihre Kinder beschützen, Bärenbrüder Flashbacks. Okay, Juli, okay. Ja, also, wenn du das so interpretieren möchtest, natürlich. Ich glaube, ich weiß, wo der Fehler lag. Ich war nicht getarnt. Natürlich, du warst nicht getarnt. Wo haben wir denn das Leder? Du kannst keine Rüstung herstellen. Nein, ich will das Leder einsortieren. Leder ist, glaube ich, bei den Peepmans, bei den Federn. Genau. Ja, bei Federn stimmt. Ah, nee. Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt eine Rüstung bauen oder was. Also, die Richtung war richtig. Wenn du voll bist, gleich wieder los, würde ich sagen. Ja, was heißt voll? Genügend, sagen wir es, das ist genügend. Wollen wir ein einfaches Bett trotzdem mal mitnehmen, nur zur Sicherheit? Dann müssten wir beide eins mitnehmen. Nee, es ist ja nur für den einen, falls der stirbt, dass der andere den. Ja, und wie komme ich an dein Bett ran, wenn du tot bist? Da muss jeder ein Bett. Wir haben einfache Betten. Da muss jeder ein Bett mitnehmen, ja. Ist doch nicht schlimm? Ja. Sag doch, dass du mich nicht dabei haben möchtest. Wir sollen ja nicht. Jetzt komm. So, ich bin jetzt getarnt, der erkennt mich nicht. Mhm. Wir sollten vielleicht wirklich nicht rennen. Sind wir jetzt gerannt irgendwann? Wir sind noch ganz gemütlich spaziert die ganze Zeit. Sind wir spaziert? Ich dachte, wir sind noch mal gerannt. Nee, wir sind ganz gemütlich gelaufen. Also wir sind gerannt, als der Bär da war. Also ist der große Mann das Muttertier?
Sah jedenfalls aus. Deswegen, die anderen sind ja immer rumgelaufen. Der saß ja ganz brav rum. Könnte ich mir sofort. Mama wollen die. Darf man euch eine Info zu den Betten geben? In denen kann man schlafen, glaube ich. Und prinzipiell kannst du es sagen. Es ist jetzt ein Test, ob das funktioniert, ob wir es. Ach nee, wir können bestimmt kein Bett hier hinlegen, oder? Matze. Wir können die noch aufs Boot bauen. Wolltest du uns diese Info gerade geben? Sagt wer? Moondog. Ich frage mich, ob er uns gerade diese Info geben wollte, weil dann funktioniert die Idee war gut, Matze, die Umsetzung war scheiße. Ja, hätte ja klappen können. Ich glaube, das wollte er uns gerade sagen. Ja, Mensch, was soll's? Who cares? YOLO! Ich habe jetzt übrigens meinen letzten Bogen. Dann war's das. Gut. Danach müssen wir wieder rausschippern, dann müssen wir Material. Ja, die Betten kann man nur auf dem Floß bauen, ja. Haben wir gerade mitbekommen. Ja, der Tipp ist lieb, danke, aber scheiße. Das ist, wir waren zu viel Minecraft gewöhnt, wo du überall Betten bauen kannst. Hast du zufällig als Sperr auch dabei, nur zur Not? Ja. Gut. Wir rennen in die falsche Richtung. Ja, logisch. Ja, ich habe noch einen Sperr dabei. Gut, weil da können wir uns mit dem Sperr verteidigen. Aber ja, aber das ist so nicht mehr viel, so. Ich habe der ist noch halb voll, also. Ja, der Sperr ist schon eine schlechte Kiste, wenigstens ordentlich gehittet manchmal. Es wäre cool, wenn du sehen würdest, wie viel Schaden das jeweils macht. Nicht an mir. Ja, alles gut. So, hier sind wir gerade durchgegangen, kamen wir zu Mama Bär. Dann probieren wir es mal hier oben lang. Hinter Mama Bär sah es so aus, als wäre da ein Durchgang gewesen, verstehst du? Ja, ja, das war doch das. Das war irgendwie interessant. Nee, da saß kein Bär davor. Da ist ein Teddy. Links ist ein Teddy. Das war, glaube ich, der dich gehittet hat. Der links. Links ist ein Teddy? Ja, da hinterm Stein. Da. Ach, da! Na, hallo. Wir gehen mal außen rum. Vielleicht kannst du den von oben erwischen. Das wäre jetzt so mein Ziel gewesen. Okay, warte. Weil wenn er nicht hochkommt, haben wir immer gute Chancen, aber. Wie gesagt, sofern du einen Baum siehst, den wir fallen können. Was? Ich bin jetzt hochgegangen auf das Podest. Achso, gut. Hier, wo das Fahrrad steht. Ich bin runtergefallen, deswegen fahre ich gerade blöd. Siehst du den Bären? Ja. Na dann. Bist du unten? Ja. Willst du ihn von da an greifen? Ja, ich will ihn hier auf Schach halten, dass er zu mir kommt. Ja, warte, ich muss das machen. Dann musst du ihn aber zuerst hitten, damit er auf dich losgeht. Oh. Er hat mich gesehen. Ist er oben? Ja. Hi, Rolle. Er ist unten. Er kommt runter. Nicht sterben, Matze. Aua, Outpost-Bär. So, Mibär. So wie der aussieht, ist das einer. Renten wir mal weg, wenn ich noch angreifen will. Jetzt haben wir. Dann habe ich von denen garantiert damals auch den Helm bekommen. Kann sein. Von Mama Bär, wo bist du jetzt hin? Ich bin gerade hier, hier muss irgendwo noch ein Pfeil liegen von mir. Jo. Danke. Dann war Mama Bär der, wo ich einen Kopf her hatte. Gut, wo ging es jetzt Richtung 4? Da ist das Schild. Aber hier hinten ist doch die Hütte. Nee, wir sind noch nicht. Hier ist noch nicht Mama Bär. Da lang müssen wir. Mama Bär war hier hinten. Ja, der ist nämlich rumgelaufen, der war nicht so brav sitzend. Bringt nicht so viel, ist ungesund. Mama, wir haben ein Junges getötet! Sag ihr das nicht. Wird doch wütend. Zeig dich! Dich nehme ich zum Frühstück! Du alte Potzau! Na. Mein Setting. So. Nach rechts, nach links? Ich sehe kein Schild. Die kleinen Tannen kann man mal fällen. Das ist eine große Tanne. Eine große Tante. Das ist keine Tanne. Hier die vielleicht, hier die. Guck mal, hier. Die. Kommt da ein Fellsymbol? Ja. Dankeschön. Merci.
Hätten wir bestimmt rausgefunden, nachdem wir am Ende dem Let's Play durchschwören. Hätten wir wenigstens erstmal ein bisschen Holz wieder unterwegs. Ja. So, Matze, weiter geht's. Jo. Nach rechts nicht, wenn müssten wir hier links lang. Es geht irgendwo einen Berg hoch. Ja, die Dinger stehen ja auch irgendwo oben auf dem Berg. Da ist Schild. Schild, Entschuldigung. Nach vier nach rechts. Und das ist das nächste Schild, davor saß der Klubbe, ne? Erstmal ja. Hier rechts den Berg hochgehen. Da hinten ist eine kleine Tanne, die kommt da nochmal mitnehmen. An der Saale, hell im Strande, saß auf Brosch an einer Tanne. Da hinten ist ein Bär, da ist die Spinte, die wir durchsucht haben. Wo bist du jetzt lang? Ich habe doch gesagt, wir gehen den Berg hoch. Ich bin den Weg hochgegangen zur Tanne. Weil ich dachte, Mensch. Ich habe gesagt, die Tanne nehmen wir mit, wenn wir vorbeikommen. Da hinten ist doch eine da, deswegen war ich ja da vorbei. So, das waren die Spinte, die haben wir durchsucht und wir müssen nach rechts. Rechts den Berg hoch. Links ist ein Bär. Ja, deswegen rechts den Berg hoch, damit er uns nicht sieht. Okay. Hier hatte uns, das war der Bär, der uns das erste Mal gelegt hatte. Als wir hoch sind. Mhm. Oh, Alter! Sie vom Schaf erschreckt. Ja! So, die 4 ist nach rechts. Die 4 ist nach rechts. Matze, 22, erschreckt sie vor Schoren. Entschuldigung, bin erst 23. Und das noch nicht mal richtig. Habe erst noch Geburtstag. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht mal, wie alt ich bin. Matze, 23. So, 23. Das ist der mit der Zugbrücke. Hier müssen wir rauskriegen, wie wir die Zugbrücke runterkriegen können. Dann müssen wir erstmal auf der anderen Seite. Ja. Yeah. Aber vielleicht kann man die auch von hier aus runterlassen. Was ist, wenn ich mit einem Pfeil drauf schieße? Da musst du aber on point treffen. Wo willst du aber drauf schießen? Da ist so ein Hebel daneben. Glaubst du, du triffst den? Keine Ahnung. Oder kannst du mit dem Pfeil hier oben die Streben durchschießen, wo sie festgehalten ist? Wobei ich glaube, dass das Spiel so schlau ist. Es geht schief. Ha! Alter, voll gut! Ich bin doch ein geiler Typ. Voll gut, ich bin doch ein geiler Typ. Du bist echt ein Hammer-Typ. Den Pfeil nehme ich. Den Pfeil. Das war wirklich geraten, ja. Also ich habe nicht im Stream danach geguckt oder sowas. Ich habe wirklich jetzt überlegt, geht das vielleicht? High five. Mega geil gemacht. So, okay, gehen wir hoch. Hier unten scheint. Aber guck vorsichtig nicht, dass ihr am Berg rumrennt. Nicht rennen, wie gesagt. Ja, ja. Nicht, dass oben jetzt ein Bär sitzt. Hallo. Am Computer so. Ich sehe, ihr habt die 2 aktiviert. Super Idee, Jungs. Aber da waren wir im letzten Stream wirklich dann schon so matschig im Kopf, dass wir gar nicht mehr daran gedacht haben. Und das Simpelste eigentlich, was man aus Spielen kennt. Ja. Aber ohne Pfeil und Bogen wird man hier eh aufgeschmissen. Okay. Ja. Ich bin oben. Wir gucken erstmal draußen, ne? Ja, ja. Ich gucke links nach rechts lang. Auf die andere Seite. Hi. Hi, wo? Nee, hier ist so schlimm noch nicht. Okay. Ich traue das Spiel jetzt alles zu. Gut, dann gucken wir mal unten. Hier ist eine Notiz, nehme ich mit. Relaisstation 1 von 3 aktiv. Haben wir gefunden? Ja, sonst? Nice one. Haben wir hier, hier ist ein Bauplan. Ja. Treibstoffrohr. Und das ist, was hast du mitgenommen? Notiz? Okay, ja, zieh im Hebel. So, 2 von 3. Und jetzt wird es interessant, was da oben lautet. Die Bärenmutter. Nee, der Schlafplatz. Der Heckbärt. Oh, ich will nichts. Gar nicht zucken in der linken Gesichtshälfte. Hier ist nichts. Okay, Nummer 2 von 3 ist erledigt. Das heißt, wir haben jetzt noch den letzten. Ja. Aber wir gucken hier jetzt nochmal durch, weil hier sieht es auch so aus. Das wäre auch mit einem Stein oder einem Haken funktioniert. Musst du uns jetzt die Freude wegnehmen? Echt, weiß Gott. Wir haben uns so gefreut, dass das geklappt hat. Ja.
Vor allem beide so ganz, ja, ohne Pfeil und ohne Bogen, wir haben hier aufgeschmissen. Ja, und der so. Hallo mit Stein geklappt. Bist du wieder Danke, unten? Hätten wir Festus es nicht eher sagen können, Nein. Dann hätten wir unseren Bogen nicht kaputt gemacht. Nein, wir wollen ja nicht, genau. Wir wollen ja nicht Das ist übrigens ein Grund, den ich in den. Achso, ich hab Hunger. Dann ist was. Das ist, ja, stimmt. Das ist auch so eine Sache, die habe ich in den Dings reingeschrieben, bei mir in den Chat-Regeln, kein Backseat Gaming. Gibt's bei mir auch. Das muss einfach nicht sein. Wenn ich Tipps geben, ist das eine, so wie das mit dem Bettphone, das wäre okay gewesen. Wenn wir es nicht so schon selbst rausgekriegt. Wie geht denn, dass wir es selber rausgefunden haben? So, diese übelste Vorfreude da so, geht nicht. Ja. Oh. Dieser innerliche Schmerz einfach. Bienen. Und wir haben kein Netz. Noch. Hast du? Ja. Gut gemacht. Aber ich sehe die Bienen nicht fliegen, ich habe nur die. Den Honig. Den Honig und sowas. Habe ich mir auch gemacht. Okay. Hier drüben ist nichts weiter. Hier rechts hin, warst du da schon? Ah, da gehst du gerade hin, okay. Na, ich guck gerade rum. Guck ich hier ein bisschen rum, ob ich was finde. Gerade weil wir noch. Ich weiß nicht, ob wir wie viel Bären wir brauchen oder sowas. Am besten keinen mehr. Ich meine nicht die beißenden Bären, ich meine die anderen, die leckeren. Okay, sie sind beide lecker. Was ist deine Lieblingsbeere? Erdbeere, die streng genommen eine Nuss ist? Boah, ich hasse Leute. Ui. Ja, warum sagst du das denn? Hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Echt nicht? Nö. Erdbeere zählt als Nuss, warum auch immer. Willst du mal meine Erdbeeren sehen? Da will mich vögeln, nur weil ich ein Vogel bin. Okay, hier ist auch nichts weiter. Wo bist du? Ich bin hier wieder bei der Relaisstation. Okay, ich Hallo, bin auch da davor. Ah ja, da. Hä, wollen wir nicht hier rechts runter oder ging es da nicht lang? Da geht's nicht lang, das ist einer. Wir müssen wieder zurück zum Weg, oder? Der Wegweiser hatte sich doch vorne aufgeteilt in nach links und rechts für die 4 und die 6. Ja. Wir sind jetzt ja die 4 gewesen. Die 6 wäre jetzt das nächste Ziel. Ich bin auf der Brücke. Ich freue mich, wenn es dann nicht wieder weitergeht und wir wieder Material kriegen. Ja, ich auch. Kann es kaum erwarten, bis wir dann wieder richtig. Hast du dich geheilt? Ja, voll. Okay. Ich würde es trotzdem befürworten. Ich bin mir eigentlich auf den. Weil. Ob wir auf diesen Betten schlafen können? Garantiert nicht. Wenn wir diese nicht hinlegen können, können wir nicht schlafen. Nee, ich meine von den Matratzen, die da liegen, die sehen nämlich bequemer aus als unsere Hängematten, die aus Palmblättern bestehen. Die wir wahrscheinlich wieder abbauen, nur damit wir wieder ein paar Seile herstellen können. So, wo ist die 6? Die 6 ist da lang. Ich wollte gerade sagen, Achtung, Bär, aber es war unscharf. Ja, das ist ein Kackvieh, oder? Boah, Alter! Bienen? Hier vorne sind die Bienen. Okay, du kümmerst dich um die, ich kümmere mich um Honig. Honey, I got love in my tummy and I feel like so always do. Ich merke gerade, dass die Belohnung wirklich sinnlos war. Welche? Die für 15k. Weil du singst sowieso ständig. Ja. Das ist ja das, was ich meine. Hier gibt's keinen Honig. Ja, die haben wir bestimmt schon mitgenommen. Wir waren hier ja schon. Ja, aber trotzdem. Nur die Bienen haben wir das letzte Mal nicht mitgenommen. Das kann sein. Weil bis hier sind wir ja gekommen. Wir wussten ja nur nicht, wie wir zur 6 weiterkommen. Das war ja das mit der Höhle. Bei der 4? Die 6 war die Höhle, ne? Das war das mit der Machete. War das die 6? Warte mal, ich geh erstmal hier rechts lang. Das sieht interessant aus hier. Bist du? Ich bin einfach gerade weiter rechts hoch. Achso, das ist nur. Oh. Ich seh dich nicht. Wildbären. Oh, hier ist eine Couchrolle, hier ist eine Couch. Bist du? Guck mal, hier ist eine Couch. Ich sehe dich doch gar nicht. Weil du nicht auf mich achtest. Du bist weiter hochgegangen oder was? Lauf doch mal den Weg zurück. Hey, hier ist mal ein bisschen höher, um zu gucken, oder? Ja. Da ist der. Auch noch dahin. Hier ist eine Couch. Ich hab gesagt, hier gehe ich mal lang, hier sieht es interessant aus. Ja, ich wusste doch nicht, dass du schon so weit warst. Rose is mossy, right?
except when Diana says otherwise, Licia makes the rules unless. Er hat wahrscheinlich so ein Trinkspiel gemacht mit sich selber. Aber jetzt habe ich auch noch Hunger. Wohl waren hier der Dritte auf der Insel. Hast du was zu essen? Nicht viel. Ich habe eine 11 Kartoffeln. Ich kann dir ein bisschen was geben, ja. Hm. Aber viele ist nicht. Wenn du das nicht mit was hast, danke. Okay, hier wollen wir noch nicht. Jäger haben wir letztes Mal übersehen. Wie viele Bären haben wir denn jetzt mittlerweile? Wir haben 16. Ich kann mir vorstellen, dass wir 20 brauchen oder sowas. Das kann sein. Aber wir hatten halt Glück, dass wir. Aber dass da eine Couch. Ich habe eine Frage: Wie kam die Couch eigentlich auf diese Insel? Wir haben die von ihrem Floß mitgebracht. Die Frage ist eher, warum konnten wir die jetzt nicht mitnehmen? Das ist interessant. Aber zurück zu meiner Frage. Welche Frucht isst du am liebsten? Du sprachst von Bären. Oder ja, Bären. So, warte. Bienen. Little bee, bring the honey please to me. Ich esse eigentlich Erdbeeren sehr gerne, aber auch Himbeeren. Brombeeren muss ich Lust drauf haben. Ja. Was denn? Also ich esse gerne Blaubeeren. Er gemeint so. Die sind immer so verräterisch, wenn du die gegessen hast. Ja, ja. Hast du die Blaubeeren gegessen? Nein. Mach mal nur drauf. Nein. Das sind meine Kekse. Was für Köpfe. Die krümeln noch so raus. Ja, so entsprechend, das staubt. Was für Köpfe. Okay, wollen wir erstmal nach rechts gehen, weil hier drüben der Wegweiser zur 6 ist da lang. Ja, wir gehen rechts. Gehen wir erstmal rechts lang. Mhm. Gut. Müssen wir gucken. Ja! Weg, Matze! Heißer. Ich seh den nicht, wo ist denn der? Hinter dir. Ach, da. Nicht sterben, bitte. Immer wenn ich schießen will, springt er. No. Tot. Kümmer mich schon. Ja, nee, ich nehme meinen Pfeil, die so neben liegen. Damit wir wieder welche haben. Ja. Danke. Wir sind die Bären, die Bären. Töter. Oh. Entschuldigung. Haben wir jetzt eine Höhle gefunden oder was? Scheiße daneben. Jetzt höre doch mal auf, Teddy. Wie konnte er doch stehen? Gut. Warum kam da schon wieder ein Bär? Waren da zwei? Ich hab Bergkopf. Alter, hab ich mich erschreckt. Ja, ich mich auch. Ah, Leute. So, ich hab einen Bergkopf. Wenn der jetzt wieder gespawnt ist, ey. Meint das ist eine unendliche Bärenquelle. Ich hab eine Idee. Vielleicht denken sie jetzt, ja, so, vielleicht denken sie, ich gehöre jetzt zu ihnen. Riechst du auch genauso? Ja, glaubst du, ich dusche? Stimmt, das hatten wir vorhin. Rechts lang, Atta, ich sehe dich. Ja, ich will gucken, ob die irgendwas bewacht haben oder sowas. Weil die wäre hier, aber ich glaube mal, das andere Werkzeug wird bei der anderen Insel sein. Es wäre halt cool, wenn du bei den Inseln auch ordentlich Nahrung findest. Ja. Auch für unterwegs zwischendurch. Ja. So, ich glaube, hier lang geht's nicht richtig weiter. Nee, lass uns mal hochgehen zur Station 6. Ja, oh, diese Kackbären. Wenn da jetzt wieder einer ist, dann da ist ein Bär, schieße. Danke. Ich brette dich, Bär. Ich ab. Katze, er hat dich schon gefressen. Du steckst mit dem Kopf in ihm drin. Das war ein Babybär. Den habe ich mir einfach aufgesetzt. Das ist gemein.
Babybären tötet man nicht. Nee, der lebt noch. Der hat einfach von unten nach oben gedreht. Unten am Kopf angesetzt und hochgezogen. Entschuldigung. So. Wir sind die Kinder von Bären. Hier ist der Berg. Wie kommen wir? Wir können ja keine Machete herstellen. Aber ich denke mal, wir kriegen das oben an der Werkbank erst, die Machete. Das könnte ich mir vorstellen. Ja.